Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Web-Talk des Digital Autonomy Hub. Wir sprechen heute mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis darüber, welche Lösungsansätze und Hindernisse es dabei gibt, Datenschutz und spezifisch Datenschutzerklärungen im Digitalen so transparent und nutzerfreundlich zu gestalten, dass Nutzerinnen auch wirklich informierte Entscheidungen treffen können, was die Erhebung, Nutzung und Weitergabe ihrer Daten betrifft. Wir sehen auch gerade im öffentlichen Diskurs, dass Datenschutz anhand der Corona-Pandemie sich nochmal neu entspannt und es sehr viele Meinungen und Ansätze gibt, was gut ist und was nicht gut ist. Und aber auch davon abgesehen ist ja heutzutage kaum noch jemand nicht betroffen vom Umgang mit personenbezogenen Daten im digitalen Kontext. Einige Aspekte davon werden wir heute besprechen und beleuchten können. Ich darf uns dabei durch die nächsten 75 Minuten führen. Mein Name ist Elisabeth Schauermann. Ich bin Politikreferentin bei der Gesellschaft für Informatik und Teil des Digital Autonomy Hub Teams. Kurz zum Hub, es ist ein Kompetenzzentrum, das ein Netzwerk von 43 Institutionen und Organisationen koordiniert und wir wollen sichtbar machen, woran unsere Partner forschen, welche Ideen sie entwickeln und es geht vor allem darum, die individuelle digitale Souveränität von Nutzerinnen und Nutzern zu stärken. Ziel des Wissenstransfers ist also, allen Menschen einen reflektierten und selbstbestimmten Umgang mit ihren Datengeräten und Anwendungen zu ermöglichen. Wir werden dabei gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Forschungsprogramm Technik zum Menschen bringen und umgesetzt wird das Hub von der Gesellschaft für Informatik und Algorithm Watch. Sie finden uns unter digitalautonomy.net und auf Twitter @digiautonomyhub. Das können wir dann auch gleich nochmal in den Chat posten. Das bringt mich gleich zu meinem nächsten Punkt. Ich werde heute unterstützt von meiner Kollegin Inga Sell, die die Technik und die Fragen, die reinkommen, im Blick hat. Wenn Sie, liebe Zuschauende, also sich beteiligen wollen an dem Austausch und an der Diskussion, Fragen an die Referentinnen und Referenten haben, dann schicken Sie gerne jederzeit Ihren Input und wir versuchen das dann so gut es geht in die Diskussion mit aufzunehmen. Das war es auch schon zum Housekeeping. Ich darf kurz unsere heutigen Referentinnen und Referenten vorstellen, bevor diese dann selbst zu Wort kommen dürfen. Den Start heute machen Frank Kinzler und Susan Döbelt, die gemeinsam im Projekt Pandaram an nutzerzentrierter Datenschutztransparenz für Smartphone-Apps forschen und entwickeln. Im Anschluss hören wir dann von Frank Pallas und dem Projekt Das Kita, wo es vor allem darum geht, welche technischen Lösungen für EntwicklerInnen zur Verfügung stehen, um Datenschutzinformationen zu extrahieren und technische Transparenzlösungen zu entwickeln. Nach den beiden Präsentationen gehen wir dann in den Austausch und die Runde wird komplettiert durch Marit Hansen, der Datenschutzbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein, und Anne Richard, die die wissenschaftliche Leiterin der Stiftung Datenschutz ist. So, ich freue mich sehr, dass alle, die dabei sind, heute dabei sind und übergebe jetzt gleich mal an Frank Kinzler, der unterstützt von Susan Döbelt aus dem Projekt Pandaram berichtet und übergebe auch gleich mal das Recht, den Bildschirm zu teilen. Ja, ich versuche den Bildschirm den richtigen zu erwischen. Ja, jetzt sollte mein Bildschirm zu sehen sein. Genau, damit herzlich willkommen an alle Interessierten, auch von meiner Seite. Und wir freuen uns, dass wir das Projekt Pandaram in dem Rahmen kurz vorstellen dürfen. Genau, natürlich hat der Titel der heutigen Veranstaltung sagt auch ein bisschen was über das Ziel des Pandaram-Projekts aus. Und zwar geht es uns darum, dass wir Transparenz in die Datenverarbeitung bringen wollen, die mit der Nutzung gewisser Dienste einhergeht. Und das soll so umgesetzt werden, dass eben Nutzerinnen einfach ein Verständnis dafür gewinnen können und im weiteren Verlauf dann auch entsprechend Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt bekommen. Mit Datenschutzerklärungen haben wir auf der anderen Seite
gar nicht so viel zu tun. Das haben wir eher nur am Rand, weil wir betrachten in unserem Ansatz eher die tatsächlich übertragenen Daten und was wir im Datenstrom sehen können. Genau. Und ja, das Projekt Panderam wird auch wie das Digital Autonomy Hub vom BMBF gefördert. Und das Akronym Panderam steht für Privatsphärenanalyse und nutzerspezifische Datenschutzempfehlungen für Apps und Mobilgeräte. Und dementlang will ich auch schon mal einen ersten Überblick über unser Projektziel machen. Genau, wir wollen die Auswirkungen, die die Datennutzung oder die Dienstenutzung auf die Privatsphäre von Nutzerinnen hat, erfassen und eben transparent machen. Wie schon noch weiter gesagt, wollen wir eben Handlungsempfehlungen darstellen, mit denen Nutzerinnen den Selbstdatenschutz verbessern können. Und das immer passend zu den Bedürfnissen des Nutzers, sodass diese halt nicht über- oder unterfordert werden. Und genau, der Fokus und die Dienstenutzung, die eben im Fokus steht, sind Apps und Smartphones. Ja, unser interdisziplinäres Projektkonsortium umfasst IT-Sicherheitsexperten, Technikjournalisten, Psychologinnen und KI-Forscher von Fraunhofer SIT, Secovera, dem ITUJ e.V., der TU Chemnitz und der TU Berlin. Bevor ich weiter darstelle, wie wir diese Ziele erreichen wollen, will ich noch kurz die Probleme vertiefen, die gelöst werden sollen. Ja, im letzten Jahr, da war es so, dass ca. 65 Millionen Menschen in Deutschland ein Smartphone benutzt haben. Und jeder hat da natürlich eine Vielzahl unterschiedlicher Apps drauf. Aber ja, man muss davon ausgehen, dass nur ein Bruchteil sich bewusst ist, welche Daten dabei gesammelt werden und welche Rückschlüsse diese zulassen. Ja, dadurch, dass eben Smartphones nicht mehr ganz so einfache Systeme sind, sondern durchaus komplex bezeichnet werden können, ist einfach ein bisschen schwer greifbar, welche Daten da übertragen werden und was da so passiert. Ich will da nur ein paar Stichpunkte als Beispiele für die Probleme geben. Zum Beispiel, oder ein Beispiel, das vermutlich jeder schon mal gehört hat, ist die Taschenlampen-App, die Zugriff auf den Kalender will. Ja, wofür braucht die das denn jetzt? Damit kommen wir zu dem zweiten Beispielpunkt, den ich oder Problempunkt, den ich darstellen will. Im Hintergrund werden dann diese Daten akkumuliert und eben über verschiedene Apps und deren Anbieter hinweg gesammelt, um detaillierte Personenprofile zu bilden, von denen viele Leute sagen, die können uns besser beschreiben, als wir das selber je könnten. Und auf einer anderen Ebene Problem ist, dass viele Android-Smartphones nur für einen gewissen Zeitraum mit Sicherheitsupdates versorgt werden. Und ja, solange man eben einen Hinweis bekommt, man soll doch bitte das Update einspielen, wird man ja darauf aufmerksam gemacht. Aber in dem Moment, wo der Hersteller die Updates einstellt und das Gerät nicht mehr unterstützt, dann das bekommt man nicht mit, weil da kriegt man keine aktive Meldung. Und dementsprechend häufen sich die Sicherheitsprobleme, die sein Gerät hat, mit der Zeit, ohne dass man das merkt. Genau, und wie schon dargestellt, dadurch, dass das Smartphones eben einigermaßen komplex sind und auch alles, was dahinter liegt, im Internet natürlich, sind eben das Verständnis dafür aufzubauen und die Handlungsoptionen umzusetzen, erfordert eben einen gewissen Aufwand und den muss man bereit sein zu investieren. Und genau, da wollen wir ansetzen, wir wollen es den Nutzern einfacher machen, weil aktuell ist ja viel in der Diskussion oder auch in den Berichterstattungen, ja, sollte man WhatsApp weiter nutzen oder Alternativen verwenden. Und ja, dann hat, selbst wenn man jetzt WhatsApp deinstalliert hat, bleiben auf vielen Smartphones trotzdem noch Apps, die Daten an Facebook weiterreichen oder übermitteln, und das bekommt ein Nutzer aber gar nicht mit, weil nicht jede App deswegen in Schlagzeilen landet, sonst
könnte man, glaube ich, über nichts mehr anderes lesen. Und damit auch das transparent wird, wollen wir dem Nutzerin eben eine Helfer-App an die Hand geben, die wir als oder im Projekt den Titel Sicherheits- und Analysezentrum gegeben haben. Und die könnte ungefähr so aussehen wie auf dem Screenshot hier auf der rechten Seite. Das ist ein, der Screenshot ist von der App, die in einem Vorgängerprojekt von Pandaram gebaut wurde. Und genau, das Ziel von Pandaram ist, das eben noch besser zu machen. Was soll das Sicherheits- und Analysezentrum können? Wie schon angedeutet, es soll für jede App eben eine Risikoeinschätzung zu den Apps geben. Das betrifft dann vor allem, welche Daten werden versendet und hat die App sonstige Probleme. Und auf der anderen Ebene, die ich schon angesprochen habe, sollen eben auch zum Sicherheitszustand des Geräts und vermutlich auch zu einigen Geräteeinstellungen, die Auswirkungen auf die Privatsphäre haben, gegeben werden. Das alles soll zu einem Gesamtscore aufsummiert werden, sodass wir so eine gewisse Gamification damit reinbringen. Und wie kann man besser werden? Auch das habe ich schon ein bisschen angesprochen. Wir wollen Handlungsempfehlungen geben, die der Nutzer umsetzen kann und dadurch eben besser wird. Beispielsweise kann er eine Einstellung ändern oder er kann eine Alternativ-App installieren. Weil auch das ist ein Teil von uns, App-Alternativen aufzuzeigen, die datenschutzfreundlicher sind, aber einen vergleichbaren Benefit an dem Nutzer geben. Da gibt es viele Apps, die haben aber nur eine geringe Sichtbarkeit, weil in den klassischen Vertriebswegen, da wird einfach darauf kein Wert gelegt. Und dadurch erhoffen wir uns, dass wir auch die Motivation erhöhen, solche Alternativen anzubieten und eben genau, weil die dadurch mehr Sichtbarkeit bekommen. Legen Wert auf eine nutzerzentrierte Gestaltung bei unserem Nutzerinterface und somit hoffen wir damit dann irgendwann viele Leute zu erreichen. Damit wir aber dahin kommen, müssen wir erstmal, und das machen wir gerade in unserer ersten Projektphase, einige Vorarbeiten leisten, um eben diese Informationen, die wir dem Nutzer geben wollen, dann auch parat zu haben. So wird aktuell eine Plattform zur automatisierten dynamischen App-Analyse entwickelt. Und ja, das heißt, die App wird in ein System gegeben und dort werden die verschiedenen Bedienoptionen ausgeführt und die Eingaben getätigt und dementsprechend wird übertragen, was daraus folgt, welche Aktionen folgen daraus, an wen werden gewisse Daten übermittelt und welche werden an wen übermittelt. Das ist jetzt nichts ganz Neues, es gibt schon solche Systeme. Wir fokussieren dabei, dass wir eben die Automatisierung der Tests, das zu verbessern, ist so ein Fokus von uns. Genau, in dem Aspekt. Und daneben bauen wir eben eine Wissensdatenbank auf, die Informationen zu Drittanbietern und Datenhändlern beinhaltet, die häufig in Apps integriert sind. Und dementsprechend kann man dann die Datenflüsse, die wir sehen, auch fundiert bewerten. Schon angesprochen, mehrfach habe ich jetzt auch die Plattformsicherheit, womit eben die Sicherheitsupdates und Einstellungen auf dem Gerät gemeint sind. Da arbeiten wir eben dran, die Daten, die mehr oder weniger verfügbaren Daten der Gerätehersteller zu aggregieren und dementsprechend dann dem Nutzer eine Übersicht geben zu können, ob er viele Probleme hat oder ob er auf dem aktuellen Stand ist. Für die nutzerspezifischen Handlungsempfehlungen, die sollen sich entlang von verschiedenen Verhaltensstufen orientieren. Und dafür ist just letzte Woche unsere erste Studie zu Ende gegangen.
um eben da verschiedene Verhaltensstufen definieren zu können. Und genau, für die App oder Alternativ-App-Vorschläge erarbeiten wir ein anderes System, oder wir arbeiten ein System aus, das dann dazu führt, dass wir eine Datenbank haben sollen, die eben die angesprochenen App-Alternativen beinhaltet. Und das hat bei uns den Projekttitel App-Isomorphie, was also es basiert auf neuronalen Netzen damit. Also haben wir auch noch irgendwo eine KI-basierte Technologie dabei, sage ich mal. Ja, und wie zuvor gesagt, soll das alles dann über die App im Wesentlichen dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden. Und er bekommt so einen Einblick oder eine gewisse zusätzliche Transparenz, was auf seinem Smartphone da stattfindet, und bekommt gleichzeitig noch die Möglichkeit oder Möglichkeiten aufgezeigt, dem möglicherweise entgegenzuwirken. Ja, damit wäre ich auch schon am Ende. Ich bedanke mich für alle fürs Zuhören. Und ja, ich denke, wir gehen auf die beschriebene Diskrepanz zwischen Datenschutzerklärungen und dem realen Datenverkehr dann im weiteren Verlauf auch noch ein. Und ja, ich freue mich auf die Diskussion. Ja, danke, Herr Kinzel. Das wird auf jeden Fall ein spannender Punkt, den ich mir auch gleich notiert habe. Bevor wir weitergehen, gibt es auch schon Fragen aus dem Chat, die ich gleich kurz direkt stellen möchte. Die erste Frage, die kam, war, in welcher Weise berücksichtigt die App Aspekte der Barrierefreiheit, also die zu entwickelnde Pandora-App? Also bis jetzt nicht fokussiert tatsächlich, würde ich sagen, oder? Susan, kannst du da ein bisschen mehr? Auch nicht? Nee, tatsächlich sind wir da jetzt, das ist kein Fokus von uns. Ich sag mal, innerhalb so einem Forschungsprojekt dann so ein Thema auch noch aufzumachen, ist immer schwierig, auch wenn das selbstverständlich kein Randthema ist und selbstverständlich sein oder einfach verbreiteter sein sollte, sage ich mal. Ja, wie gesagt, ich glaube, im Forschungsprojekt ist es schwierig umzusetzen. Also was wir natürlich versuchen, ist durch eine nutzerzentrierte Gestaltung möglichst einfach verständlich die Informationen an die Nutzer zu kommunizieren, beziehungsweise die Informationstiefe am Anfang gering zu halten, und wenn sich Nutzer näher informieren wollen, dann ihnen auch mehr Informationen zu bieten. In unseren Studien, in denen wir Nutzer einbinden, sind wir natürlich immer auch ein bisschen angewiesen auf freiwillige Teilnahme. Da schauen wir schon drauf, dass zum Beispiel Geschlechter gleich verteilt sind. Aber ein besonderer Fokus auf Barrierefreiheit ist bei uns im Projekt nicht. Okay. Danke für die Antwort. Ich würde auch gleich anschließen mit einer Frage zur Nutzerinnen-Einbindung. Die kam, was genau wurde in der ersten Studie abgefragt? Ging es um bestehendes Verhalten im Umgang mit Apps? Genau, also die erste Studie ist eigentlich eine zweigeteilte Studie, bestehend aus einem Online-Fragebogen und jetzt noch einer online-basierten Folgeuntersuchung, da wir leider nicht ins Labor können und Leute beobachten können zurzeit. Und der Fokus lag auf App- und Smartphone-Nutzungsverhalten. Dann haben wir grundsätzliche Daten erstmal abgefragt, was die Leute denn nutzen, wie viele Apps sie installiert haben, welches Betriebssystem sie nutzen, in welcher Version. Und dann hat uns noch interessiert, wie stark Privatsphärenbedenken ausgeprägt sind, sowohl allgemein, aber auch im mobilen Bereich. Und dann auch die Verteilung auf unterschiedliche Verhaltensstufen. Also das ist ein Modell, was ich im Projekt auch ein bisschen näher untersuchen möchte. Also gibt es Leute, die
vielleicht auch gar kein Problembewusstsein haben für Datenschutz im mobilen Bereich oder Leute, die schon sehr viel tun und wie sich das verteilt und wie das vielleicht auch verknüpft sein kann mit unterschiedlichen Werten. Genau, das war der Fokus der ersten Studie. Super, vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit, ich würde noch eine Frage aus dem Chat stellen. Vielleicht gibt es ja eine relativ kurze Antwort. Wenn nicht, werden wir schauen, dass wir im Nachgang dann nochmal Kontakt herstellen. Die Frage ist, wie funktioniert die Analyse technisch im Fall von nutzerinnen-spezifischen Tracking-Services? In Kammer App kontaktiert für verschiedene Nutzerinnen verschiedene Tracking-Services. Ich habe jetzt leider den relevanten Teil im Hinblick auf nicht verstanden gehabt. Wie funktioniert die Analyse technisch im Falle von nutzerinnen-spezifischen Tracking-Services? Sonst können wir die Frage auch nochmal schriftlich weiterleiten und Sie können sie ja, ein bisschen. Ja, gerne. Also die würde ich glaube ich nachhin. Also grundsätzlich werden Hooking-Technologien eingesetzt, aber ja, die Frage war jetzt schon ziemlich spezifisch. Okay, dann machen wir das im Nachgang schriftlich. Ja, gerne. Damit würde ich gern weitergehen im Programm und an Frank Pallas übergeben, der uns, wie schon angekündigt, einen Einblick in das Projekt Das Kita und ein darin schon entwickelndes Tool geben wird. Danke, ich mache dich zum Moderator, dann kannst du auch gleich deinen Bildschirm teilen und ich übergebe dir hiermit das Wort. Sieht gut aus, ne? Gut. Ja, ich möchte in aller gebotenen Kürze unser Projekt Das Kita vorstellen. Das Kita steht für Datensouveränität durch KI-basierte Transparenz und Auskunft. Was es mit der Transparenz und der Auskunft auf sich hat, gehe ich gleich genauer darauf ein. Wir werden gefördert vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Und da so ein kurzer Slot nun nicht so viel Zeit bringt, um ein ganzes Projekt in seiner Gänze vorzustellen, möchte ich einen kleinen Bericht aus dem Maschinenraum geben, was denn so unter der Haube notwendig ist an Technologien und Ähnlichem. Der Begriff Datensouveränität ist ja für alle, die im Bereich Datenschutz unterwegs sind, jetzt nicht ganz unproblematisch, aber er beschreibt eigentlich recht gut, worum es im Datenschutz sehr häufig geht, dass nämlich Menschen in der Lage sein sollen, souverän zu agieren, in vielen Fällen souveräne Entscheidungen zu treffen, selbstbestimmt zu sein. Und um das zu tun, ist es aber notwendig, dass wir überhaupt in der Lage sind, die Entscheidungsgrundlagen tatsächlich zu kennen. Also wenn ich souverän agieren soll im Netz, dann setzt das voraus, dass ich tatsächlich weiß, welche Daten gesammelt werden, weiß, wofür sie verarbeitet werden, wohin sie potenziell weitergeleitet werden und Ähnliches. Und ich muss das auch noch verstehen können. Also wer sammelt was, wofür, wie lange wird es gespeichert, an wen wird es übertragen und so weiter und so fort. Und genau um das zu realisieren, gibt es in der Datenschutzgrundverordnung so eine Reihe von Artikeln, die das umsetzen sollen. Das sind die Artikel 12 und so weiter und so fort. Die haben ganz unterschiedlichen, also die regeln ganz unterschiedliche Dinge. Und insbesondere unterscheiden wir in unserem Projekt dabei zwischen eben Transparenz und Auskunft. Was vereinen wir damit? Transparenz ist für uns, um das auch im Kopf immer ein bisschen klarer sortiert zu bekommen. Transparenz ist immer das, was nicht individuell auf eine bestimmte Person sich bezieht, sondern generelle Angaben, welche personenbezogenen Daten zu welchen Zwecken von einem Anbieter erhoben und verarbeitet und weitergegeben wird und so weiter. Das ist so das, was wir in den Datenschutzerklärungen typischerweise lesen. Und mit Auskunft meinen wir dann immer alles, wo es ganz individuell auf eine Person bezogen ist oder um eine Person geht. Also wo ich individuell von einem Anbieter mitgeteilt bekomme, welche Daten dort über mich vorliegen. Wenn ich also bei Google so einen Checkout mache und sage, Google, jetzt gib mir mal alle Daten, die ihr über mich habt, oder wenn ich das bei Amazon mache und so weiter, dann sprechen wir in diesem Projekt immer von Auskunft. Diese Daten müssen in einem maschinenlesbaren Format mir bereitgestellt werden. Auch da gibt es eine ganze Menge Herausforderungen.
Über die möchte ich heute aber nicht reden, sondern heute möchte ich ein bisschen was dazu erzählen, was im Bereich Transparenz relevant ist. Also Transparenz, das, was wir so in Datenschutzerklärungen lesen und was uns ermöglichen soll, empowern soll, auf eine souveräne Art und Weise umzugehen und souveräne Entscheidungen zu treffen. Wenn wir dann aber mal gucken, was das in der Realität heißt, ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon mal getan hat, aber wenn wir zum Beispiel mal schauen wollen, welche Daten denn so ein Anbieter wie PayPal, den ja viele von uns nutzen, welche Daten an welche Akteure zu welchem Zweck weitergegeben werden, das sehen Sie hier auf der linken Seite, dann haben wir da so über den Daumen gepeilt 20 bis 30 Browserseiten zu lesen, eine riesige Tabelle, und sollen jetzt auf Basis dieser riesigen Tabelle eine souveräne Entscheidung darüber treffen, wie wir jetzt im Zusammenhang mit PayPal uns verhalten. Und ein ähnliches Problem gibt es auch für Datenschutzerklärungen ganz im Allgemeinen. Da gibt es auch Untersuchungen, wie lange denn ein Mensch, der die Schulbildung einer 12. Klasse hat, nun braucht, um eine bestimmte Datenschutzerklärung zu lesen und auch zu verstehen. Und es ist ziemlich deutlich, dass es zu viel Zeit ist, um wirklich im Internet souverän zu agieren. Also das ist etwas, was allgemein anerkannt ist, dass diese Erklärungen ihren eigentlichen Zweck nicht mehr erfüllen. Also diese Informationen, die wir bereitgestellt kriegen im Rahmen von Datenschutzerklärungen und Ähnlichem, wenn man wirklich ehrlich ist, dann reichen sie aus und genügen den rechtlichen Anforderungen. Also die Anbieter erfüllen ihre rechtlichen Anforderungen, aber den eigentlichen Zweck, den sie haben und den das Datenschutzrecht ihnen eigentlich zugebührt, den erfüllen sie nicht mehr, nämlich dass Menschen informiert agieren sollen. Insofern lässt sich die aktuelle Praxis durchaus als dysfunktional bezeichnen. Das, was Datenschutzerklärungen leisten sollen, leisten sie nicht mehr. Und wir brauchen alternative Ansätze, die deutlich besser verstehbar sind, die weniger Aufwand erfordern, bei denen ich nicht 3-4 Stunden am Tag damit beschäftigt sein müsste, solche Erklärungen zu lesen. Und dafür gibt es eine ganze Menge unterschiedlicher Vorschläge. Wer in dem Bereich ein bisschen interessiert ist, hat vielleicht schon mal was von Privacy Icons gehört. Also so die Idee, wie mit so einer Ernährungsampel, dass Webseiten mit Icons leicht rezipierbar kommunizieren sollen, was denn dort gesammelt und mit den Daten getan wird. Es gibt so Ideen von Browser-Plugins, die mir sehr klar und deutlich vermitteln sollen, was denn auf dieser Seite jetzt passiert, möglicherweise auch noch mit Einfärbungen, Rot und Grün und so weiter. Und viele, viele andere Ideen, die es gibt für neue Darstellungsformen der Informationen, die wir aktuell nur in textueller Form von Datenschutzerklärung vorliegen haben. Wenn man aber ein bisschen weiter in die Technik geht, dann stellt sich sehr schnell die Frage, wie wir das denn jetzt umsetzen können und wie wir es denn hinbekommen, dass wir aus der bisherigen Darstellungsform, die wir derzeit sehen, zu solchen neuen Modalitäten kommen. Und um das zu tun, ist es zum Beispiel unbedingt notwendig, dass die Informationen, die dann in welcher Art auch immer auf eine neue, besser verständliche Art und Weise ausgespielt werden sollen, dass diese Informationen überhaupt erstmal in einer technisch verarbeitbaren Form vorliegen. Es ist also irgendwie technisch jedenfalls derzeit noch meines Wissens nach unmöglich, eine Technologie zu bauen, die ich mit einer Datenschutzerklärung füttere und die mir dann irgendwie in sehr, sehr einfacher Form das irgendwie aufbereitet. Und hier gibt es einen ersten Beitrag dieses Projektes. Und das Schöne ist, diesen Beitrag können auch alle von Ihnen nutzen, die irgendwie mit in dem Bereich selber entwickeln. Ein erster Beitrag ist etwas, was wir eine Transparency Information Language and Toolkit nennen, nämlich eine formale Sprache, die dann über Computerprogramme interpretiert werden kann, mit der ich solche Informationen, wie ich sie derzeit in Datenschutzerklärungen finde, zur Transparenz maschinenlesbar kodifizieren kann. Und dazu stellen wir auch noch Programmierbibliotheken bereit für EntwicklerInnen, die also in dem Bereich ein neues Browser-Plugin entwickeln wollen oder. Das stellen wir alles bereit, Open Source,
Und wer auch immer in dem Bereich unterwegs ist, möge sich das gern ansehen. Also wir haben eine formale Sprachspezifikation, wir haben Programmierbibliotheken, die sehr, sehr einfach und, glaube ich, auch gut verständlich nutzbar sind. Dazu ein ganz großes Toolkit mit einer ganzen Menge Tools für das Speichern solcher Informationen. Wir haben auch ein Browser-Plugin schon mal prototypisch entwickelt, wo man sich was abgucken kann und so weiter und so fort. Also diejenigen unter Ihnen, die interessiert sind daran, das tatsächlich mal technisch auszuprobieren oder umzusetzen, hier gibt es einen wunderschönen GitHub-Link und Sie können es auch gerne anschreiben. Eine zweite Herausforderung, die sich unter der Haube stellt für das tatsächliche Umsetzen von solcher Transparenz im realen Entwickeln komplexer Systeme, ist, wie solche Systeme heute überhaupt entwickelt werden. Wenn man solche Diskussionen hört, dann gehen diese Diskussionen typischerweise oder sehr, sehr häufig von der Annahme aus, dass wir in der Informatik große komplexe Systeme sehr, sehr planvoll entwickeln. Ich habe in meinem Studium noch so ein Wasserfallmodell gelernt, wo ich ganz am Anfang Anforderungen spezifiziere und dann auf der Basis ein System entwerfe mit Boxes und Lines und dann implementiere und dann teste und so weiter. Alternativ dazu ein V-Modell oder ein V-Modell XT und so weiter und so fort. So wird Software und gerade Software für komplexe Systeme heute aber in vielen Fällen nicht mehr entwickelt. Wenn wir uns mal angucken, wie Software entwickelt wird bei Playern wie Amazon oder Netflix oder so, dann haben wir es dort mit nicht einem großen, planvoll, linear entwickeltem System zu tun, sondern wir haben es zu tun mit Hunderten, teilweise Tausenden von Microservices, die von ganz unterschiedlichen Teams unabhängig voneinander entwickelt werden, dreimal am Tag weggeschmissen und neu entwickelt werden, auf komplexe Art und Weise miteinander interagieren und so weiter und so fort. Und es ist da eben nicht so, dass es so einen großen Plan zur Entwicklung eines Systems gibt, sondern die Entwicklung passiert gewissermaßen bottom-up, getrieben aus ganz vielen unterschiedlichen Anforderungen, die sich in ganz vielen voneinander weitgehend unabhängigen Teams stellen und die dort adressiert werden. In so einem Entwicklungsmodell stellt sich dann schon die Frage, wie wir es denn hinkriegen, dass das, was der tatsächliche Systemzustand ist und das, was zum Beispiel in einer Datenschutzerklärung oder in einer anderen Aufspielungsform kommuniziert wird, tatsächlich auch praktisch einander entsprechen. Ja? Und wir müssen akzeptieren, dass Systeme heute so implementiert und gebaut werden. Und dann stellt sich die Frage, wie wir denn diesen Abgleich hinkriegen unter solchen Bedingungen von Gesamtsystemen, die eigentlich in denen die einzige Konstante ein veränderter Systemzustand ist. Wenn wir überlegen, wie wir das hinbekommen, dann müssen wir auf jeden Fall, dann müssen wir damit umgehen. Wie wird damit heute umgegangen? Heute wird mit solchen Problemen umgegangen, indem Datenschutzerklärungen möglichst weit und diffus formuliert werden, damit eben nicht bei jeder Änderung eine neue Datenschutzerklärung formuliert werden muss. Ja. Und dann haben wir eben solche Formulierungen in Datenschutzerklärungen, wo dann steht, die Daten, die wir sammeln, sind beispielsweise über Personen, mit denen du kommunizierst, oder wir entfassen Informationen darüber, wie du unsere Produkte nutzt. Das kann alles sein und nichts. Ja? Und das ist total unspezifisch und sehr, sehr breit und sehr diffus und sagt am Ende des Tages eigentlich nichts. Ja? Und wenn ich dann auf so einer Basis irgendwo einwilligen soll, möglicherweise noch mit so einer Einwilligung, wo dann steht, ich willige ein, dass dies getan wird, um mir jederzeit die beste User Experience zu geben oder so, dann ist das nicht mehr das, was ja eigentlich die Idee hinter diesem Begriff von Datensouveränität ist. Ja, wir sprechen in der Wissenschaft in so einem Kontext dann von Broad Consent, wenn es um eine Einwilligung geht. Und das ist nicht das, was tatsächlich erwünscht sein kann. Was wir also brauchen, ist, wir müssen auch überlegen, wie wir es hinbekommen, dass wir mit technischer Unterstützung einen solchen Abgleich von sich ständig verändernden Systemen und dem, was tatsächlich gegenüber den Nutzenden ausgespielt wird, umsetzbar ist. Das nur wirklich der ganz kurze Einblick.
wenn ich es irgendwie in Take-Home-Messages formulieren muss, dann heißt es, die Technologien unter der Oberfläche sind entscheidend dafür, ob neue Transparenzmodelle sich tatsächlich praktisch umsetzen lassen. Insbesondere heißt das, wir müssen auch darüber nachdenken, dass wir Mechanismen haben, die von EntwicklerInnen auf eine aufwandsarme Art und Weise tatsächlich eingesetzt werden können. Das können wir zum Beispiel, wenn wir so Programmierframeworks in Open Source bereitstellen, Bibliotheken bereitstellen und so weiter und so fort. Insgesamt müssen sich jedenfalls technische Ansätze für neue Transparenzmodelle auch schlüssig in die Paradigmen und Praktiken einfügen, mit denen heute komplexe Systeme entwickelt werden. Und wenn das Kita in der Beziehung eine Nachricht kommunizieren möchte, dann ist es, es sind die EntwicklerInnen, es sind die Developers, die dürfen wir bei sowas nicht vergessen. Wir können über verschiedene User Interfaces nachdenken, aber unter der Haube muss das Ganze eben auch umsetzbar sein und es muss sich auch lohnen oder darf kein übermäßiger Aufwand sein, das tatsächlich zu tun. Ich lade Sie daher ein, unsere Webseite zu besuchen, Fragen zu stellen. Ja, ich bin für vieles offen. Wunderbar, vielen Dank für den Input. Wir haben tatsächlich auch schon Fragen im Chat gekriegt. Eine davon möchte ich gleich direkt an dich stellen, Frank. Wie sind denn versteckte Kontrollmöglichkeiten einzuordnen? Also zum Beispiel aktivierte, berechtigte Interessen versteckt hinter deaktivierten Bereichen wie Werbung. Wie geht man sinnvoll damit um, also auch in der technischen Umsetzung? Das ist so ein Problem, ne? Da haben wir etwas, was rechtskonform ist. Dann gibt es sogar nahezu schon standardisiertes Cookie-Banner. Da gibt es ja auch Industrie-Frameworks, die ich dann nur einbinden muss. Und da gibt es dann irgendwelche berechtigten Interessen, die ich entweder, die ich dann potenziell abwählen muss und so weiter. Ich glaube, das Problem ist, dass wir, also gerade in diesem Fall, dass wir immer davon ausgehen, dass die NutzerInnen dort über jede noch so kleine Kleinigkeiten explizites Agieren tun müssen. Ja. Wenn das, was mir da jetzt als eine Oberfläche dargestellt würde, wenn das auf eine maschinenlesbare Art und Weise bei mir ankäme und ich dann in meinem Browser schon konfigurieren könnte, sag immer Nein, außer bei den und den und den Anbietern oder sag einfach immer Nein, dann wäre dieser immense Aufwand, den wir betreiben müssen und wegen dessen wir dann irgendwann ja doch immer landen bei, oh nee, jetzt sage ich einfach akzeptieren, ja, dann würde sich diese Frage nicht mehr stellen. Ja, aber wir denken das immer von, da wird mir was gezeigt und dann kann ich ja, aber dass das immer wieder Zeit kostet, davon von meinen Rechten Gebrauch zu machen, das wird, glaube ich, gerne mal übersehen oder mit Absicht auch ja, versteckt. Ja, auf jeden Fall. Also es ist wahrscheinlich, also du sprichst da sehr wichtige Kernprobleme an, nämlich so eine mentale Überforderung von NutzerInnen und vielleicht auch nicht immer so ganz reine Business Practices sozusagen. Es kam noch eine Frage im Chat, die ich aber jetzt, weil sie ein bisschen breiter ist, auch gerne gleich an Marit Hansen und Anne Richard stellen möchte, die zu uns noch dazukommen als Expertinnen. Und einerseits möchte ich Ihnen natürlich die Chance geben, aus der eigenen Arbeit zu berichten und eine Einordnung zu dem bereits Gehörten zu liefern. Aber auch zu der Frage, die gerade kam, die natürlich auch eine Kernfrage ist, bezüglich Datenschutzinfos, die rechtliche Anforderungen erfüllen, aber den Zweck nicht erfüllen. Also das, Frank, was du gerade gesagt hast. Da kam die Frage, ist es nicht gerade die rechtliche Anforderung, dass diese Datenschutzinformationen so präzise, transparent und verständlich sind, dass sie auch verstanden werden können? Und da würde ich mich sehr freuen, da auch eine Einschätzung zu kriegen von Ihnen, Frau Richard, und Ihnen, Frau Hansen, natürlich jeder und jedem, der noch was dazu sagen möchte.
Ja, also wenn ich dazu was sagen darf, das ist genau die Frage der Zweckbestimmung. Wir brauchen immer, wenn ich eine Erklärung abgebe, in dem Moment natürlich einen konkreten, spezifizierten, transparenten Zweck, der mir als Nutzer dann auch dargestellt wird. Also das ist tatsächlich die Vorgabe der DSGVO. Das, was Herr Pallas eben auch in den Regelungen, die er aufrief, auch entsprechend dargestellt hat, Artikel 12 DSGVO fortfolgende. Ja, aber in der Praxis sehen wir ja, dass das nicht immer so umsetzbar ist. Frau Richter, können Sie vielleicht kurz sagen, was Sie bei der Stiftung Datenschutz, also was Ihr Ansatz da ist, womit Sie sich beschäftigen, wie das hineinpasst? Ja, gerne. Also die Stiftung Datenschutz, wer es noch nicht weiß, wurde im Jahr 2013 gegründet und im Jahr 2016 haben wir eine Studie zur Einwilligung verfasst, die nennt sich Neue Wege bei der Einwilligung. Und wenn ich das mal so kurz in die Kamera halten darf, die ist schon ein bisschen älter, 2016, 2017, aber immer noch gut und aktuell. Und wir haben damals unterschiedliche Einwilligungsprojekte, also auch unter dem Aspekt Personal Information Management System, also diese PIMS-Systeme verglichen und dabei dann technische, rechtliche und ökonomische Herausforderungen geprüft. Und deswegen würden sich diese Projekte, die wir gerade gehört haben, dieses Panderam und auch das KITA da sehr gut und nahtlos anschließen können im Rahmen dieser Studie. Und wir hatten ja auch eine Studie von der TU Berlin zum Thema Consent Management. Aber wir hatten auch Projekte, die verbesserte Information der Nutzer zum Ziel hatten, also beispielsweise eine Linkansammlung zu den Privatsphäre-Einstellungen von unterschiedlichen Anbietern. Wir hatten einen Dienst vorgestellt, der ermöglicht hatte, eine Übersicht über die Daten bereitzustellen, auf die installierte Apps zugreifen können und der auch bei der Deinstallation der Apps unterstützt hat. Also ein ähnliches Ansehen, wie eben Herr Kienle im Rahmen von Panderam auch vorgestellt hatte. Und da hätte ich dann noch mal im Anschluss tatsächlich auch die Frage der Funktionsweise, also ob das eine lokale Analyse ist, die dieses Projekt dann vornimmt, die Herr Thiemle dann vielleicht noch beantworten könnte, wenn noch die Zeit da ist. Wir hatten aber auch im Rahmen der Studie Dienste vorgestellt, die es ermöglicht hatten, meine Daten, die ich im sozialen Netzwerken gesammelt habe, lokal verwalten zu können. Also ich kann sie downloaden, um eine bessere Übersicht zu erhalten. Aber es gab auch Projekte, die Nutzer bei den Auskunftsersuchen unterstützt hatten. Also in diesem Sinne auch immer die Verbesserung der Kontrollrechte, also ähnlich auch wie im Projekt Panderam, was wir eben gehört hatten. Aber wir hatten auch geprüft und die Frage aufgeworfen, inwieweit können denn Einwilligungen auch automatisiert durch einen Assistenten erteilt werden. Und das ist gerade das, was wir auch gehört haben. Es muss nämlich im Datenschutzrecht immer ein spezifizierter, eindeutiger Zweck vorliegen und die Erklärung oder im Zeitpunkt der Erklärung muss dieser Zweck transparent und konkret sein. Der Empfänger muss feststehen und das ist tatsächlich nicht so einfach in der Praxis und kann problematisch sein. Allerdings, was ich jetzt in dem Zusammenhang noch hervorheben möchte, ist die Studie von ConPolicy, die aktuell auch veröffentlicht wurde im letzten Dezember. Die hat nämlich gezeigt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher gerade differenzierte Einwilligungen und auch datensparsame Voreinstellungen ganz klar befürworten. Und sie hat auch gezeigt, dass auch die Unternehmen von solch einer Praxis profitieren. Da nämlich auf der einen Seite die Nutzer transparent aufgeklärt werden und auf der anderen Seite die Unternehmen, die diese differenzierten Einwilligungserklärungen vornehmen, vertrauenswürdiger eingeschätzt werden als solche, die diese Wahlmöglichkeiten nicht bereitstellen. Und das jetzt noch zum Abschluss, also das, was die Stiftung Datenschutz auch immer wieder im Fokus hat, das ist natürlich die Einwilligungserklärung im Internet, was Herr Pallas eben ansprach, also Stichwort Cookies, Tracking, E-Privacy-Verordnung. Da hatte die Stiftung Datenschutz zur E-Privacy-Verordnung auch entsprechende Veranstaltungen in der Vergangenheit durchgeführt, auch einmal gemeinsam mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Und um das noch zu betonen, also diese Cookie-Problematik, also im ersten Entwurf von der E-Privacy-Verordnung wurden ja die Webbrowser noch ganz klar als Torwächter bezeichnet und Hersteller wurden in die Pflicht genommen, datenschutzfreundliche Webbrowser zu programmieren. Also quasi Privatsphäre zur Standardeinstellung zu deklarieren in Browsern und dass man dann vom Nutzer entsprechend erst Änderungen vornehmen konnte. Und wer sich ein bisschen damit befasst hat, der weiß, dass diese Regelung im Laufe der ganzen Verhandlungen gestrichen wurde im Rahmen der E-Privacy Verordnung und dass unter der portugiesischen Ratspräsidentschaft jetzt versucht wurde, einen Kompromiss vorzuschlagen, in dem Sinne, dass
die Selbstbestimmung immer vorgehen sollte, und zwar vorrangig vor allgemeinen Softwareeinstellungen. Und das, was ich daran persönlich sehr bemerkenswert fand, war, dass quasi die Selbstbestimmung im Gegensatz zu datenschutzfreundlichen Voreinstellungen genannt wird, also quasi gegenübergestellt wird, dass es wie ein Gegensatz klingt und dass man nicht betont hat, dass es im Grunde diese datenschutzfreundliche Voreinstellung die Selbstbestimmung auch eher sicherstellen kann und unterstützen kann und dass damit sich auch die Frage stellt, ob dadurch auch das Gebot des Datenschutzes durch Technikgestaltung in irgendeiner Form aufgeweicht werden könnte. Ja, das soweit von meiner Seite. Jetzt habe ich ein bisschen viel geredet, aber ja, das so als Überblick, was die Stiftung so gemacht hat. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Richard. Da ist auf jeden Fall auch schon viel dabei und nimmt auch schon ein paar Fragen vorweg, die ich mir selbst schon notiert hatte. Ich würde jetzt ganz gern an Marit Hansen übergeben, Frau Hansen, dass Sie uns mal auch einordnen, was Sie so tun als Datenschutzbeauftragte, aber auch was das jetzt zu tun hat mit dem, was wir schon gehört haben. Und Thema. Ja, Marit Hansen, die Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein. Wir bekommen jede Woche Anfragen, was ist mit diesen Cookie-Banners, alles nervt. Wir möchten Alternativen wissen, das muss doch mal besser gehen. Warum tut ihr das nicht, dass ihr jetzt hier chinesische, russische, US-Firmen direkt an die Kandare nehmt, damit dann alles sich jetzt ändert und datenschutzfreundlich ist? Denn das ist doch das Versprechen der Datenschutzgrundverordnung. Und so ein bisschen stimmt das auch. Eigentlich, wenn man die Datenschutzgrundverordnung liest, dann sollte man denken, alle halten sich dran und man muss sich ja auch dran halten und damit ist dann schon alles automatisch gut, ist leider überhaupt nicht so. Und bei Transparenz bin ich oft auch erstmal skeptisch, weil uns die Transparenz oft wie ein Knochen dem Hund zugeworfen wird mit, ihr seht doch hier in dieser Privacy Policy steht doch alles drin, wie Frank Pallas sagte, unscharf, vage, man weiß gar nicht, was es soll, sehr umfangreich. Und wenn man Glück hat, dann gibt es ein Layered Approach, verschiedene Ebenen, dass man so ein bisschen die Schnelllesefunktion nutzen kann, das ist schon mal ganz nett. Aber eigentlich, wenn ich fertig bin, die ganze Sache durchzulesen, als ja doch einigermaßen Expertin, dann weiß ich oft nicht, was wirklich verarbeitet wird. Und damit ist mir eigentlich nicht geholfen. Eine technische Analyse, wie bei Panderam, ist deswegen schon mal gut. Das ist ja dann das, was passiert. Zwecke kann man damit natürlich jetzt noch nicht sehen oder Missbrauchrisiken, die, wenn die Daten erstmal da sind, bei ganz anderen Empfängern, durch ganz andere Verarbeitung noch im Hintergrund laufen, kann man natürlich so nicht feststellen. Aber deswegen betrachte ich die beiden Projekte nicht als Knochen, die dem Hund hingeworfen werden, sondern als einen Step Forward, einen notwendigen Schritt, um das Problem noch besser zu sehen. Es löst ja noch nicht die bessere Gestaltung, aber beide, also alle drei, die jetzt vielen Dank vorgetragen haben, haben ja auch deutlich gemacht, es geht darum, das zu verstehen, was passiert und dann Alternativen zu haben. Einmal bis hin zur App-Isomorphie. Ich denke, das wird dann wenn das ein großer Erfolg wird, heiß umkämpft, dass die Leute dann beantragen, dass sie auch isomorph sind zu der anderen bösen App. Also da kann man sich viel Ärger einhandeln. Oder die Entwickler, dass man als Entwicklerin oder Entwickler auch wirklich weiß, wie kann man es besser machen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir Datenschützer auch viel zu wenig auf Entwickler und Entwicklerinnen Konferenzen sein können. Das würde mich sehr freuen, wenn wir dann nicht nur bei der Transparenz stecken bleiben, sondern daraufhin viel stärker sehen, was muss geändert werden. Man kann es ändern, es gibt Alternativen, die funktionieren auch. Und dann haben es alle einfacher, auch ich, die immer diese Cookie-Banner-Fragen beantworten muss. Und dann, glaube ich, muss man auch das Recht nochmal anfassen, ob das die Grundverordnung ist. Die Prinzipien gefallen mir gut. Ich möchte aber Datenschutz hinzufügen, also nicht nur transparent machen, wo was nicht geht. Und mindestens das, was Frau Richard sagte, die E-Privacy-Personen, die gerade auf EU-Ebene diskutieren, im Rat, im Europäischen Parlament, in der Kommission, die müssen auch sowas wissen. Ich würde gerne haben, dass ihre Projekte, ihre Ergebnisse, Zwischenergebnisse schon kommuniziert werden, um zu sehen, was mit technischen Assistenten, mit technischer Sichtbarmachung überhaupt erstmal jetzt schon State of the Art ist und vielleicht auch Feedback einsammeln, denn da kann man noch viel mehr unterstützen. Also ich wünsche mir solche Projekterfolge und würde auch gerne in einem Jahr oder in zwei Jahren sehen, was ist draus geworden. Vielleicht kann man es sogar noch auf eine andere Weise weiter fördern, damit es auch verwendet wird und nicht eine kleine Orchidee ist, die schön ist,
aber leider ja dann nachher im echten Leben gar nicht so viel Rolle spielt. Ja, vielen Dank für den Input und die Einschätzung. Ich möchte da auch gleich einhaken. Also es wird viel genannt. Ich hake mal an der Stelle ein, dass also diese rechtlichen Vorgaben, da ist ja auch diese also Einwilligung ist laut DSGVO eine Möglichkeit, wie man rechtmäßig Daten verarbeiten kann. Und auf Nutzerinnenseite könnte man sich vorstellen, dass das sich anfühlt wie eine sehr beschränkte Entscheidungsmacht oder ein Login-Problem, wo man entweder Dinge gar nicht nutzt oder sich dem hingibt sozusagen, wie dann diese Daten verwendet werden. Und gleichzeitig haben wir jetzt gehört, okay, Unternehmen grundsätzlich haben einen Vorteil daraus, wenn sie sich datenschutzfreundlich und nutzerinnenfreundlich in ihrem Datenschutz verhalten, aber gleichzeitig sieht man ja, dass das trotzdem eine sehr starke Herausforderung ist, sowohl für NutzerInnen damit umzugehen, als auch für Anbieter und die Verantwortlichen, die dieses Datenhandel betreiben. Da würde ich gerne mal in die Runde fragen, wie vermittelt man eine nutzerzentrierte Datenschutzeinstellung an die einen, also an die Unternehmen, und Datenschutzkompetenzen an die anderen? Und wo trifft sich das dann? Also wo ist quasi der Sweet Spot zwischen, man macht so schöne technische Systeme, die uns da quasi Entscheidungen abnehmen oder Entscheidungen leichter machen, und wo muss dann auch vielleicht politisch noch was passieren? Also ich kann es mir leicht machen. Wir müssen immer starten mit Datenschutz by Default. Und das ist aber weit weg von der Realität gerade. Und dann würde man erst mit dem Erwerben der Kompetenz feststellen, bei dem Händler, dem vertraue ich, da möchte ich die Personalisierung haben, davon habe ich Vorteile oder den möchte ich unterstützen. Solche Überlegungen, die dazu führen, dass man automatisch selbst auch als Nutzerin lernen kann und das dann vereinfacht. Wir haben aber ein weiteres Problem. Das, was gerade passiert, bei Ihnen ist ja Smartphone, App, vielleicht noch Browser, aber wir kommen ins Internet of Things. Und wie soll das denn da funktionieren, wenn wir Sensorik überall haben? Und das geht dann nämlich gar nicht mehr anders. Also ein Consent, eine echte Einwilligung wird es dann oft nicht sein. Und dann muss man nochmal rote Linien diskutieren, was ist berechtigtes Interesse, was in Ordnung ist, was geht nicht. Also Drittpartei, Profilanalyse oder was sind bestimmte Dinge. Und daraus ergänzt sich auch oder er wird sich ergeben, wo nachher jeweils die Modelle, die jeweiligen Grenzen da sind. Das heißt, ich möchte aber auch, wenn jetzt hier, Sie sind ja gefördert von Ministerien, wenn in den anderen Bereichen gerade Internet of Things gefördert wird, doch gleich solche Ideen mit aufnehmen, denn davon können, glaube ich, alle profitieren. Danke, Pallas, gerne. Also ich glaube, zuallererst wird es notwendig sein, dass Frau Hansen und KollegInnen einfach mehr Menschen kriegen, die das Ganze durchsetzen. Denn das ist vor allen Dingen ein Problem. Und ansonsten glaube ich auch, dass, also ich habe meine Zweifel, was so ein Datenschutzfreundlichkeit ist ja auch Eigeninteresse der Unternehmen ist. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe meine Zweifel, ob das tatsächlich so ist. Vielleicht lügen wir uns damit auch ein bisschen selbst in die Tasche. Aber müssen setzt können voraus. Ja, also wenn wir von Unternehmen fordern, bestimmte Dinge zu tun, Dinge mit wenig Aufwand rezipierbar zu machen und so weiter und so fort, dann setzt das auch voraus, dass Unternehmen dazu überhaupt in der Lage sind. Und in vielen Fällen erfordert das, dass wir von dem Modus operandi, wie die gelebte Datenschutzpraxis ist, die ist nämlich sehr auf geschriebene Texte und individuelles Agieren und Klicken immer noch fokussiert. Und vieles wird nur, und gerade IoT haben Sie schon gesagt, also ein Vorgängerprojekt von Das Gitter war ausdrücklich auf Einwilligungen im Internet der Dinge. Genau da haben wir Probleme, wo die gelebt, also das, was passiert im Kontext von Einwilligung, von Transparenz, von Kenntnisnahme und so weiter, technisch vermittelt sein muss und nicht in so einem Modus operandi, der letztlich davon ausgeht, dass Menschen Papierdokumente lesen. Ja,
es ist immer das Gleiche. Und es muss viel mehr technisch vermittelt sein. Es gibt dieses Gutachten zur Modernisierung des Datenschutzes. Ich weiß gar nicht, ob es schon eine 2000er Jahreszahl war. Ne? Schon da hieß es, dass wir müssen über technische Assistenten und Ähnliches nachdenken. Das muss tatsächlich passieren, denke ich. Und damit Unternehmen das nutzen, müssen sie aber auch dazu in der Lage sein. Das heißt, die Technologien müssen da sein. Und wenn wir Technologien schaffen und dann gleichzeitig nachweisen können, dass sie funktionieren, ihren Job tun und, liebes Unternehmen, es kostet gar nicht so viel Aufwand, das tatsächlich anzuwenden und einzusetzen, dann wird ihnen sehr schnell auch gar nichts anderes übrig bleiben, als das auch zu tun. Aber dieser, dass wir solche aufwandsarm nutzbaren Dinge, Technologien kreieren, ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor. Ja. Aber ja. Dann vielleicht, achso, Entschuldigung, Frau Dürbelt. Ja, also diesen Aufwandspunkt möchte ich nochmal unterstreichen, weil die aktuelle Praxis ist schon so, dass über eine Transparenzschaffung eigentlich viel Aufwand einfach an die Nutzerinnen ausgelagert wird. Ne? Also es wird Transparenz geschaffen, aber man muss sich durch Seiten von Zustimmungen klicken und damit wird halt viel, der Verantwortung einfach auf Nutzerseite weggeschoben. Es ist ähnlich zu anderen Bereichen auch, also Thema Ernährung, ne? Da gibt es ja auch viele Bemühungen, Transparenz zu schaffen, wo kommen Lebensmittel her. Es läuft aber oft darauf hinaus, dass der Nutzer sich selbst motiviert informieren muss. Und das wird ab einer gewissen Komplexität der Technologie einfach nicht mehr zumutbar sein, auch für hochmotivierte Leute, die ein hohes Problembewusstsein haben. Die haben natürlich auch bei der Nutzung von Services einen unmittelbaren, primären Handlungsfokus. Ne? Wenn ich mich über das Wetter auf einer Internetseite informieren will, dann will ich als erstes wissen, wie das Wetter wird und eigentlich mich nicht 5 Minuten darüber informieren müssen, wo meine Daten hingehen und ob ich das wirklich möchte. Das ist eine sekundäre und auch wertebasierte Entscheidung, die ich treffe. Aber primär möchte ich erstmal wissen, wie das Wetter wird. Deswegen möchte ich das nochmal unterstreichen, was Herr Pallas gerade auch gesagt hat. Das ist langfristig keine zumutbare Lösung, das auf Nutzer auszulagern, sondern da braucht es Default-Einstellungen, die auch technisch vermittelt sind, um ja nicht alles an die Nutzerinnen auszulagern. Ja, das wollte ich auch noch mal unterstreichen, weil ich habe mich im anderen Zusammenhang mit Frau Hansen viel über Datenschutz durch Technikgestaltung unterhalten, über Standardisierung, Verhaltensregeln, Zertifizierung. Und ich denke, die können auch hier einen wesentlichen Beitrag leisten, weil nämlich dann sich der Nutzer entsprechend sicher fühlen kann, dass der Datenschutz auch eingehalten wird, also der Datenschutz durch die Technikgestaltung eingehalten werden kann. Und weil Herr Pallas das auch eben ansprach mit den standardisierten Bildsymbolen, ich denke, dass die einen wesentlichen Beitrag leisten können, um das dem Nutzer dann auch transparent zu transportieren. Also, dass man dem Nutzer die Gelegenheit gibt, es durch einfache Symbole auch verstehen zu können. Wobei es natürlich bis dahin noch ein etwas längerer Weg sein kann. Ja, vielen Dank. Danke. Das gerne. Eine ganz kurze Ergänzung, dass das gerade gesagt wurde mit das Recht setzt das ja voraus und so. Das ist ein schönes Beispiel für diese Dokumentensicht. Ne? Also wir haben in der Datenschutzgrundverordnung die Vorgabe, dass die Transparenzinformationen in leichter, verständlicher Sprache und so weiter und so fort. Das ist Text, ja, die Datenschutzgrundverordnung denkt da auch in Text. Und wenn wir jetzt sagen, wir bauen ein super leicht verständliches, eine 3D-Darstellung, durch die ich mich durchnavigieren kann, und dann ist das kein leicht verständliches Sprache und Text. Ne? Und dann gibt es die Icons, die sind dann explizit auch noch, aber nur als zusätzliche Modalität, aber dann auch wieder nur
Icons explizit, weil irgendjemand mal vorgeschlagen hat, man könnte Icons machen und so sind diese Icons dann in der DSGVO gelandet. Aber irgendetwas anderes, ein explorierbares, grafisches, irgendetwas mit 7 Layern, wo ich mich rein- und rauszoomen kann oder sowas, gibt es nicht. Genauso wenig wie eine grafische Aufbereitung von Weiterleitungsnetzwerken. Das ist nicht vorgesehen und das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass vieles eben immer noch in Texten denkt. Und visuell, Audio ist natürlich auch relevant. Ne? Also vielleicht ganz andere Schnittstellen, die einem das dann anders begreifbar machen. Und da ist auch übrigens auch die Barrierefreiheit natürlich sehr wichtig. Total schön, wenn so eine Webseite mich böse anbrummen würde, weil sie... ja. Ja, da gibt es auf jeden Fall spannende Ansätze. Ich würde in unserer verbleibenden Zeit noch ein paar Fragen aus dem Chat auch auffassen. Und da geht es auch sehr viel um Verantwortlichkeit und wer jetzt genau dafür verantwortlich ist, solche neuen Lösungen zu designen und umzusetzen. Und da kam einerseits die Frage, ob es wirklich die EntwicklerInnen sind, die da am längeren Hebel sitzen oder ob es nicht Manager und quasi Corporate-Entscheidungen sind, die das dann tun sozusagen. Und damit im Zusammenhang kam auch die Frage, ob es in unserem derzeitigen System oder in der derzeitigen Situation nicht so ist, dass das nicht ganz reine oder mit nicht ganz reinen Intentionen behaftete Sammeln und Weitergeben von Daten ja auch einen wirtschaftlichen Anreiz hat und wie man da Datensparsamkeit tatsächlich auch wirtschaftlich irgendwie incentivieren könnte, weil solange das so ist, wird es wahrscheinlich auch passieren, genau, da gerne Rückmeldungen und Ideen aus der Runde. Ja, der Verantwortliche bei uns ist immer die Leitung und nicht irgendjemand, der was entwickelt, aber man muss ja auch als Leitung wissen, was passiert und ganz häufig haben wir jetzt eigentlich gar nicht etwas, eine schlechte Entscheidung auf Leitungsebene gesehen, dann wurden Produkte beschafft, sondern dort hat auch nicht die Entwicklerin oder der Entwickler irgendwas absichtlich falsch gemacht, sondern einfach immer das geklickt, was man immer klickt, immer das zusammennimmt, immer so entwickelt, wie man es eben kennt. Und auf einmal sind eben auch die Daten an Facebook gegangen. Naja, das ist dann flexibler und offener und dann das ist so. Und auf einmal heißt es aber, dass wir gar nicht so viel gute Beispiele haben, wo man wirklich vielleicht auch, weil wir eben nicht mehr Wasserfallmodellentwicklung haben, wo Requirements ganz deutlich hingeschrieben worden sind, sondern jeder macht irgendwie, wie man es so kennt und es funktioniert ja auch und es wird wieder abgerissen. Es können auch gute Lösungen abgerissen werden und die letzte Lösung ist dann wieder voller irgendwelcher Tracker. Aber wenn man wieder solche Selbsttests, also allein schon durch die technische Funktionalität hat, die einem sagen, Achtung, da passiert übrigens, du hast folgende Tracker da noch drin und das wird den Nutzerinnen und Nutzern kommuniziert, zumindest wenn sie eines dieser tollen Tools hier einsetzen, dann fängt man ja an, neu zu denken. Und die Leitung hat sich meistens auf sowas dann nicht unbedingt herabgelassen. Andersherum aber die Geschäftsmodelle natürlich. Das heißt, man kann das beste Modell haben, ganz datensparsam und auf einmal stellt jemand, ich sag mal Marketing, stellt fest, damit kann man doch noch viel mehr anfangen. Und dann hat man es eben auch als Entwicklerin oder Entwickler nicht in der Hand. Aber das geht doch erst dann auch darum, dass man weiß, was überhaupt auch geht und was auch einfach ist und nicht das aus Versehen. Und ich glaube, dass wir sind immer noch in der Zeit der ganzen Kinderkrankheiten von Sicherheit und Datenschutz, die hätten noch ewig abgestellt sein müssen, dass immer wieder dieselben Fehler wiederholt werden. Und zumindest das müsste meines Erachtens ausgeschlossen werden. Und wenn dann die Leitung beweisen kann, durch, wir haben uns die Dokumentation kommen lassen, wir haben Anforderungen bei der Ausschreibung gestellt, so sieht's aus, dann sieht es schon besser aus. Und genauso die Dynamik, die Frank Pallas ansprach, wenn sich das also sekündlich ändern kann, was an Datenverarbeitung passiert, dann ist es natürlich sowieso sehr schwierig. Da würde ich nicht auf nur oder sogar weniger auf Transparenz gehen, sondern auf Garantien. Ich möchte die Garantie, dass das eben nicht in dieses Land transferiert wird, ist mir aber gerade egal, wenn ihr zwischen, was weiß ich, Frankreich und Italien wechselt. Also das heißt, Bedingungen geben, da sind auch die ersten Ideen aus den 90ern, die dann aber auch garantiert umgesetzt werden oder ich ein Feedback bekomme als Nutzerin und sehe, geht gerade nicht aus bestimmten Gründen und dann mag ich noch entscheiden können. Ja, ich denke, ein wichtiges Thema, das Frau Hansen da auch gerade angesprochen hat, ist eben die Monetarisierung und
Ich würde hoffen, dass wenn die problematischen Datenflüsse, sage ich mal, für die Nutzer transparenter werden, dass die dann auch eher bereit sind, mal eben nicht alles umsonst mitzunehmen und, wie man so schön sprichwörtlich sagt, mehr mit ihren Daten zu bezahlen, sondern dann eben und dadurch eine andere Monetarisierung wiederum verstärkt ermöglicht wird. Ja, vielen Dank. Gut, ich schaue mal kurz in die Liste der Fragen. Oder genau, also da ist noch eine, die ich gerne rausgreifen würde. Ob es überhaupt realistisch ist, dass bei Unternehmen, die sehr viele Daten sammeln und teilen, also hier wurde PayPal genannt als Beispiel, überhaupt geprüft wird, ob diese Tabellen, diese langen, dann auch stimmen, ob das irgendwie, also ob die Transparenz, die quasi gegenüber, die gefordert ist gegenüber Unternehmen oder Bereitstellern von Diensten, ob das überhaupt so ist, dass wir das zum jetzigen Zeitpunkt schon gut auditieren können. Ich glaube, es hat Frank Pallas auch schon beantwortet. Auf dem Level, was da steht, werden die schon Sorge tragen dafür, dass es stimmt. Und zwar deswegen, weil sie sonst von der Konkurrenz, von Verbraucherschützern irgendwie abgemahnt werden könnten. Aber was da steht, was kann man jetzt damit anfangen? Und reicht es? Und deswegen kommen wir in ganz viele Bereiche, wo es tatsächlich rechtlich erstmal reicht. Also man könnte argumentieren, das ist noch vertretbar, so mit 4- bestanden. Aber ist es denn was, womit wir was anfangen können, um gute Entscheidungen zu treffen? Und muss man nicht mehr wissen? Andersrum allerdings, wie kann man mehr kommunizieren, wenn man nicht mehr weiß? Also jemand, der dann nicht das selbst anbietet, sondern sich eines Dienstleisters bedient und dann ja auch sich irgendwie verlassen können möchte. Also ich sag mal, es hilft einem nicht so viel weiter, der Status, der gerade da ist. Wir kriegen jetzt übrigens die ersten Urteile, bei denen dann ein Nudging in die Richtung oder datengieriges Verhalten überhaupt erstmal auf den Prüfstand kommt. Da haben wir Datenschützer auch ein bisschen schwieriges Feld. Die Messung, ist es denn jetzt verständlich gewesen? Ist das, alle Informationen stehen auf dem Bildschirm, trotzdem klicken alle auf das große grüne Ding da und keiner hat verstanden, dass man auch datenschutzfreundlich auf das graue Kleine am Rand hätte klicken können. Trotzdem, es war ja da. Also wie geht man damit um? Und das erste Urteil ist da, LG Rostock, allerdings noch nicht rechtskräftig. Die Verbraucherschützer sind also massiv auch dabei. Und das hängt alles miteinander zusammen. Deswegen hier Step Forward, hatte ich ja schon gesagt. Die anderen machen auch alle Steps Forward. Die Verarbeiter allerdings natürlich auch. Also ich möchte schon, dass wir dann wenigstens alle mehr Klarheit haben, was passiert und auch mehr einfordern können, weil es eben auch möglich ist, diese Information beizubringen und das nicht ewig kompliziert ist, sondern es funktioniert ja im Hintergrund, es passiert ein Datentransfer, dann soll der auch sichtbar gemacht werden. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank. Ich würde gern noch eine Abschlussrunde machen zu einem bisschen herausgesuchten Fragestellung. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, jetzt mit dem schon relativ öffentlich geführten Diskurs, man kann sich natürlich immer überlegen, wen erreicht das wirklich? Und es gibt natürlich eine Bubble, die sich mehr damit beschäftigt und Menschen, die dann nie davon hören. Aber aus Ihrer und eurer Perspektive, wenn wir jetzt sagen, okay, seit dem Inkrafttreten der DSGVO und jetzt auch in der Corona-Pandemie, wurde Datenschutz immer mal wieder schon ein öffentliches Thema auch. Führt das dazu, dass NutzerInnen kompetenter oder zumindest aufmerksamer werden und oder führt es dazu, dass TechnologieentwicklerInnen besonders innovative, tolle Ideen haben, wie man gute Lösungen findet, oder hat dieser öffentliche Diskurs doch nicht so viel Einfluss auf NutzerInnenverhalten und Technologieentwicklung? Genau, ich würde ganz gern, also jeder und jede kann und darf sich dazu äußern, gerne einfach die Hand heben, wenn man was dazu sagen möchte. Ja, Frau Dübel, gerne. Also ich würde mal behaupten, dass das Thema Datenschutz, was in den vergangenen Jahren wahrscheinlich, also durch Skandale immer mal aufgeploppt ist, jetzt ein
permanentes Pain in the Asses auf Nutzerinnenseite sich zwei Reaktionen eigentlich dadurch, dass ja, Webbetreiber im Wesentlichen dazu verpflichtet sind, zu informieren, nervt es sehr viele Nutzerinnen und Nutzer, weil einfach immer diese Fenster aufploppen. Und das Thema wird ein bisschen unattraktiv, weil es einfach viel abfordert, sich damit zu beschäftigen, Entscheidungen zu treffen bei jedem Nutzen jeder kleinen Website. Auf der anderen Seite hat es die Komponente, dass es einfach viele Sachen offen legt, die vorher ja, so ein bisschen im Dunkeln waren und von denen man wahrscheinlich immer geahnt hat, wie ist denn das Geschäftsmodell, womit verdient die Unternehmen ihr Geld. Es legt auch viel offen, aber dadurch stellen sich sofort die Folgefragen auf Nutzerinnenseite, was kann ich denn wirklich tun? Und da gibt es aus meiner Sicht noch sehr viel Handlungsbedarf, das einfacher zu gestalten und nutzerfreundlicher. Weiß nicht genau, ob das Ihre Frage beantwortet. Ja. Danke. Danke für die Einschätzung. Ja, ich kann mich auch anschließen. Wir kriegen jedes Jahr mehr Beschwerden, mehr Nachfragen. Die Leute sind prinzipiell schon informiert, haben manchmal auch einen Eindruck, was ihre Rechte sind, die grundsätzlich zwar vorhanden sind in dieser besonderen Situation, manchmal aber je nach Einzelfall doch nicht so stark ausgeprägt sind, wie sie das dann in jedem Fall denken. Also da muss ich keine Sorge haben. Alle denken es jetzt irgendwie mit, aber alle haben auch den Eindruck, dass es dann doch nicht so richtig funktioniert oder dass manchmal nicht nur das Pain in the Ass ist, sondern auch der Buhmann, weil irgendwas nicht geht, also sagen wir Videoconferencing, ich bin vorhin kurz rausgeflogen, bestimmt lag das an meinen Datenschutzeinstellungen, die hier nämlich alles Mögliche ausfiltern. Schon hat man dann wieder ein neues Gerücht in die Welt gesetzt für, das funktioniert alles nicht so richtig. Und das sehe ich eben nicht so. Datenschutz ist kein Verhinderer. Wir haben im Gegenteil gerade letztes Jahr einen mächtigen Schwung bekommen, auch in Sachen viel besserer bei Design, Technik, wo Datenschutz und Sicherheit voranschreiten. Das ist aber auch dringend erforderlich. Wir sind so weit hinterher und deswegen müssen wir dann dort vorangehen. Und dieses die Ohnmacht mit, dann bin ich dem ausgeliefert. Ich merke eher, dass es gerade ein bisschen sich wieder wandelt, dass man denkt, ach nee, ich bin ja vielleicht doch nicht ausgeliefert, weil der Markt aber auch bunter wird, weil es Alternativen gibt. Also das ist jetzt relativ neu, hatte ich mir alles viel früher gewünscht, aber die ersten zarten Pflänzchen, ob es Orchideen sind, sehe ich, wir Norddeutschen reden von Leuchttürmen, also wir brauchen mehr Leuchttürme, Best Practices und auf einmal ist es dann auch positiv besetzt, so sehe ich Datenschutz. Vielen Dank für die Einschätzung. Ich habe noch eine Hand gesehen bei Frank Pallas. Also gerne, Frank. Ja, letztlich ist es schon gesagt worden, ich stimme Frau Handen dazu. Ich glaube, die Alternativen sind entscheidend. Also das beste Beispiel dafür war dieses ominöse oder gar nicht so ominöse, sondern dieses eigentlich ja ganz wunderbare Threema-Signal-Wochenende, an dem plötzlich mein gesamtes soziales Umfeld, weil Facebook jetzt WhatsApp gekauft hat, plötzlich in meinem Threema auftauchte. Ne? Also da war dann plötzlich schon wie eine gewisse Awareness da und auch die Bereitschaft, daraus für sich persönlich was zu schließen und auch mal 5 € in die Hand zu nehmen. Oder so. Das sind dann immer so punktuelle Dinge, aber klar, das hängt vor allen Dingen daran, dass wir Alternativen haben und das sah tatsächlich vor 20 Jahren noch anders aus. Ansonsten, es war noch die Frage nach den EntwicklerInnen also, oder den Unternehmen, wie sie das denn entwickeln. Ich glaube, was da auch fehlt, also natürlich ist das auch eine nicht ganz intuitive, ein nicht ganz intuitiver Bereich, wo dann plötzlich InformatikerInnen Dinge aus dem Recht umsetzen sollen und wer soll das denn jetzt aufeinander mappen und so.
wir arbeiten, glaube ich, dran, da zumindest ein Grundverständnis für zu geben, dass es eben nicht nur um eine Einwilligung geht oder nur um Anonymisieren. Ja, also gerade in Informatik heißt es dann immer, ja, wir müssen anonymisieren. Ja, manchmal geht es aber gar nicht. Ich kann bestimmte Dinge irgendwie nicht auf. Amazon kann ein Paket nicht zustellen, ohne dass sie meine Adresse haben. Dass es aber auch noch andere Dinge gibt, so wie eine Zweckbindung, die man vielleicht auch technisch implementieren kann und so weiter. Ich glaube, da passiert auch in der Ausbildung mittlerweile einiges, was es vor auch 10 Jahren noch nicht gab. Und das wird reinrutschen in die Praxis. Aber ich denke trotzdem, also ich gebe euch natürlich recht, dass diese zarten Pflänzchen da sind. Aber meine Erfahrung ist in der Tat die, dass es noch ein bisschen längerer Weg ist, um die Leute datenschutzfreundlich einzustimmen, also dass man das Interesse weckt, sich für Datenschutz zu interessieren und dass man dann nicht zu WhatsApp greift, sondern zu der eher freundlicheren Variante im privaten Umfeld. Also das sind so die Erfahrungen, die ich bislang gemacht habe und wo ich denke, man müsste auch jetzt mit dem Thema Bildung wahrscheinlich schon viel früher anfangen, dass man das, was schon immer gefordert wird, auch in der Schule das entsprechende Bewusstsein schafft für das Thema Datenschutz und für entsprechende Alternativen, die man auch verwenden kann im privaten Umfeld, wenn man jetzt sich vernetzen möchte. Und ich denke, da muss man noch ein bisschen arbeiten. Aber ich merke auch, dass sich nach und nach etwas tut und dass man da wahrscheinlich auf einem guten Weg ist insgesamt. Vielen Dank für die Einschätzung. Machen Sie den Abschluss. Genau, ich wollte noch kurzen Punkt machen, und zwar um die einzelnen Nutzer oder das gesamtgesellschaftlich einzuschätzen, dafür muss ich sagen, stecke ich persönlich zu tief in der Bubble drin und habe immer den Eindruck, ich bin so fast der Einzige, der das so großartig interessiert. Aber solange halt auch Entscheidungsträger in der Politik dem entgegenwirken, wenn zum Beispiel dann Microsoft eingeführt werden soll, während man sieht, dass es auch mal Big Blue Button zum Beispiel verwenden kann und solche Tools, wie das in Baden-Württemberg aktuell ziemlich in der Diskussion steht, da werden halt die entscheidenden Punkte gesetzt, und da ist leider noch nicht immer so, dass da aus meiner Sicht die richtigen Entscheidungen getroffen werden, sage ich mal. Ja, vielen Dank. Mit dem möchte ich auch schließen. Und nochmal danke an alle Referentinnen, alle, die dabei waren und so viele spannende Fragen gestellt haben. Wir vom Digital Autonomy Hub machen diese Web-Talks in relativ regelmäßigen Abständen, also gern auch mal auf unserer Webseite vorbeischauen, um da informiert zu bleiben. Und mir bleibt sonst nichts anderes zu tun, als allen noch einen schönen Abend zu wünschen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann alle wieder. Vielen Dank. Ciao. Thank you.